Last time in this kitchen and in this house, shots and lungs. It's been a pleasure. This was a great house. But now it's time to move on and hopefully go to German. Thank you for all the kind words you've sent, Sandra. She really appreciates it, and of course I do as well. Bathroom. No more. Und so sieht die Mutti aus, fertig ohne Ende, macht aber gar nichts. Wir freuen uns, Leute, wir sind aufgeregt ohne Ende. Und ich habe schon gedacht, das ist unser Flieger da hinten, aber nein. Wir sind Gate Nummer 19, jetzt sind wir bei Gate Nummer 20. Wir haben, glaube ich, gerade den teuersten Burger in unserem Leben gehabt. We just had the most expensive, huh? Oh, are you filming me? No, I'm filming myself. Oh. Schatzi macht hier ganz komische Facial Expressions. Schlaf haben wir heute Nacht auch nicht viel bekommen, wie man sieht. Und jetzt geht's nach Atlanta. Wir hoffen natürlich nur, dass es unseren Kleinen gut geht. Maximus hat vorhin ganz extrem geweint, also da sind mir auch die ein oder andere Tränen runtergelaufen. Das tut einem natürlich im Herzen weh. Und ich hoffe jetzt einfach, dass alles okay ist. Ja. Okay, meine Lieben, kurzes Update. Es geht uns gut. Es sind noch 2 Stunden, bevor es von dieser fucking Island runtergeht. And we are fucking excited! So, meine Lieben, wir befinden uns jetzt am Gate und jetzt pass auf, absoluter Knaller. Natürlich geht was schief. Ich sitze nicht mit meinem Mann zusammen. Mein Mann hat 25B und ich habe 23C. Ja. Also wie das passieren konnte, weiß ich nicht, weil auf unserer Reservation steht drauf 25A und 25B, sodass wir eben zusammensitzen. Und gerade eben haben wir erst gesehen, dass wir verschiedene Sitzplätze haben. Und jetzt wird die Person ausgerufen, die auf meinem Platz sitzt, dass wir switchen können, weil das ist ein fast 10-Stunden-Flug. Und natürlich würde ich gerne mit meinem Mann zusammensitzen. Ich bin jetzt hier auch ein bisschen schockiert, was hier gerade abgeht. Schatzi ist jetzt nochmal schnell auf die Pipi-Box gegangen. Wir haben jetzt 17.19 Uhr. Rausfliegen sollen bei 18.17 Uhr. Wann das Boarding losgeht, weiß ich jetzt auch nicht. Ist auf jeden Fall alles gerade ein bisschen hektisch. Ist ein mega voller Flieger und ja, jetzt gucken wir mal. Ich hoffe nur, dass bei unseren Kleinen nichts schief geht. Also wie gesagt, mir ist es egal. Ich sitze von hier aus auch im Badezimmer 9 Stunden lang. Wenn ich jetzt nicht muss, natürlich nicht, aber Hauptsache ist, Simba und Maximus sind im Flieger. Ja? Also da kriege ich jetzt hier schon wieder fast die Pimpanella. Weil ich hier jetzt Schiss habe, dass meine Tiere nicht on board sind. Das bei uns aber auch nie irgendwas mal richtig laufen kann.
kriegt man es kotzen, oder? Schätzeleins, we made it to the motherfucking plane. Yeah. Okay, das ist die Aussicht. Ich habe einen Flügel vor der Nase. Aloha, aloha my ass. No, it's deuces. Deuces? Ja. Guck mal, Schätzeleins, wir haben unseren eigenen Fernsehen. Moment. Ja. Kissen und Decke haben wir auch dabei. I can't put them anywhere down, babe. So I gotta hold the phone like this. Oh. What time is it? Ja, wir haben nicht mal mehr Ahnung, wie viel Zeit wir haben, wie viel Uhr wir haben, weil alles total chaotisch ist. Tatsache ist jetzt auf jeden Fall, wir haben unseren Sitz. Ich sitze mit meinem Mann zusammen, yeah, und unsere Tiere sind auch im Flieger. The pets are on the plane, right? Yes. Yeah, they're on the motherfucking plane. But guess what? I'm not going to take one stewardess's word for it. I'm going to ask another one. Somebody that doesn't know our name. Yeah. And see if it's true. Because if our pets aren't on a plane, I'm not going anywhere. Yeah. Neither is this plane. Yeah. Track it? Ja, wir werden jetzt gleich noch einen anderen Steward oder Stewardess fragen, einfach um zu gucken, ob die uns die Person uns das Gleiche erzählt wie die Dame, mit der wir uns gerade unterhalten haben. Und sollte die Frau uns was anderes sagen, steigen wir aus dem Flieger aus, ja, weil natürlich verlassen wir die Insel nicht ohne unsere zwei Jungs. Und das ist sowieso schon schwer genug, jetzt hier 9 Stunden im Flieger zu sitzen, wenn ich weiß, sie sind an Bord. Es wird aber natürlich noch viel, viel schlimmer, wenn ich mir nicht sicher bin, sind sie überhaupt hier. Und die eine Flight Attendant hat uns gerade schon gesagt, sie sind hier, aber wir machen immer Doppelcheck. Da kommt die nächste. Und die fragen wir dann auch gleich mal. Leute, ich habe so Schiss. Ihr wisst ja, wie es mir geht mit Fliegen, ne? Aber es ist das erste Mal, glaube ich, in ganz, ganz langer Zeit, dass ich mir nicht in die Hose mache vor Schiss. Weil ich mich so drauf freue. Oh Gott. Wir haben einen ausgebuchten Flieger. Ist booked out, right? Ja. Hier könnt ihr nochmal Hawaii sehen. That's it. Middle finger up in the air. So, I'm tipsy. Ja, wir haben ein bisschen getrunken, Schätzelein. Ja, wir machen hier Party, me myself. Ja, nicht me myself und I. Us, ne, together. Damn right. Love you. Ladies and gentlemen, good evening from the flight deck, and welcome aboard Delta Flight 836, and we're here in just a few minutes to Atlanta, Georgia. We'll be pushing back here in just a few minutes, loading the last of the cargo in the bags, and once they get that closed up and the cabin door closed, we should be underway. Flight time is 7 hours and 42 minutes. We'll update you once we get airborne, give you an idea of what time our scheduled arrival time will be in Atlanta. The forecast for our arrival there should be overcast skies with rain showers and temperatures in the mid to high 50s. Thank you for your patience on this delay. Our aircraft was just laid inbound and they've got it turned around pretty quickly here. Got almost everything taken care of and we should be underway. Glad to have you on board. Mal, was die Dame sagt. I look really drunk. Actually, I'm more tired than drunk. Yeah. We've been up since almost 5 a.m. Yeah. Last week we really haven't slept that well. Yeah. In den letzten Tagen haben wir wirklich nicht viel geschlafen, deswegen sehen wir auch relativ fertig aus. Nicht bevor jetzt hier wieder der ein oder andere Hater schreibt, oh, Woody, du bist betrunken. And if so, so fucking what? We celebrate.
even if we are drunk, babe. Shit, we celebrate. I'm just letting them know. I'm not drunk anymore. I'm tired. Thank you. Yeah. I know you like more than that. But you got the big lips. Since you got the big lips. Who could you be for? Say it again. Ja, jetzt warten wir auf die Stewardess, dass sie zurückkommt und uns Bescheid gibt, ob Maximus und Simba im Flieger sind. Wir wollten ja eigentlich First Class fliegen, aber es war schon alles ausgebucht. Ja. We try to get First Class, right, babe? Yep, that bitch was sold out. Quick. Sold out. I would have paid money, like some serious money, that I really shouldn't pay, just for us to fulfill and fully experience the fact that we were getting off this island and moving forward and journey to hopefully getting back to Germany. Wir waren echt bereit, ein bisschen Geld auszugeben für das Ganze, wenn wir hätten First Class fliegen können. Weil da hat man ja dann so die eigene Kabine und Fernseher und es ist schon richtig geil, ne? Und die Getränke sind halt auch alle kostenlos. Und wir haben eigentlich gedacht, dass das Essen hier auch kostenlos ist. Aber so wie wir jetzt mitbekommen haben, müssen wir fürs Essen nachher zahlen. You gotta pay for the food, right? It's no problem. I got it. Make sure you get a bag. Baller! Mr. Big Baller. Yeah. Where is she, babe? She's coming? She's handing out headphones. Okay, sie kommt zurück. Ich halte euch so hin, dass ihr die Dame auch seht. Braucht ein bisschen länger, die gute Frau. But the seats are kind of comfortable, right? Die Sitze sind eigentlich relativ bequem, muss ich sagen. Also nicht so wie bei United. Wobei wir null Legroom haben. Oh. Oh, headsets. We're gonna need one, right? I'm getting two. Yeah. Even I already have my own. Double the trouble. Jetsy hat ein bisschen zu viel getrunken. I hope you have enough batteries. I'm about to pound my ass off. All I can think about is chicken biscuits and cold weather. That's it. Leute, and what? My pets, of course. That's the number one. No, they know that. They know that. Your dog is on board. In fact, there's 8 dogs on board. What about my cats? I have a cat as well. I have a dog and a cat. Okay, let me go up and check. Because all the pets are on board. Under Cooper. Okay, headset. Headset. That's why you triple, quadruple, motherfucking, whatever the next higher up is, quintuple check. Also unser Hund ist angeblich an Bord. This plane's not leaving unless my pets are on board. You see my eyes, Jackson. This plane's not leaving. He's not fucking around. My pets are on board. I have a master stroke. And I really don't want to let it out, but when it comes to my family, I will. They can't even hear you, babe, because the plane is so loud and you're talking so low. We might need subtitles, like every time you're in the video, we need subtitles. This plane is not leaving if my pets are not on board. My cat and my dog, Fat Boy and the Prince, they're not on board. This plane's not leaving. Yeah. And somebody will be held accountable. Yeah. So. Nee, das haben wir vorhin schon gesagt. Wir werden die Insel nicht verlassen, wenn wir nicht zu 100%. Oh, here she is. They just promised me all pets were on board. Okay. Every scheduled pet was there. Thank you very much. Leute, wir fliegen mit Delta, ja, und wir müssen für unser Essen bezahlen. Hallo? Was ist das denn für eine Kacke, bitte? Ich habe gedacht, United Airlines ist die einzigste Airline, wo man fürs Essen zahlen muss. Wir haben uns voll gefreut, mit Delta zu fliegen. Und jetzt haben wir hier gerade die Menüs bekommen. Und wir müssen fürs Essen zahlen. Ja. Also wir werden uns jetzt auf alle Fälle gleich erstmal einen Cocktail bestellen. Einen Mai Tai. You're gonna get a cocktail, right? Mai Tai. Yeah.
Und wir haben jetzt schon wieder eine delayed, also eine Verspätung, weil, what is wrong? Irgendwas ist auf der Startbahn. Ja, irgendwas ist gerade auf der Startbahn. Schatzi, der guckt jetzt hier natürlich schon, was er gleich auf dem Fernseher gucken kann. What are you gonna watch first? Action. TNA. Ja, mir ist, ja, TNA ist Titty and Ass. Ist bei Schatzi immer ganz wichtig. Bei mir ist jetzt gerade die Freude so ein bisschen im Keller, weil mir mein Magen drei Stockwerke tiefer gerutscht ist. Ich hasse es zu fliegen, kann ich euch sagen. Vielleicht geht es ein bisschen besser, wenn ich was getrunken habe. Vielleicht kann ich dann auch ein bisschen schlafen. Wir haben ja unsere Kissen dabei. Mein Mann hat ein blaues. Woody hat natürlich ein pinkes. Wie soll das anders sein? What are you watching? Legend. Legend, okay. Ja, it's also about two gangsters. So sieht das Ganze jetzt mal aus. Filme, Musik, Spielen. Oh cool, was kann man da alles spielen? Backgammon. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Zurück. You got the Marshall too. Blackjack, Crosswords, Poker. Oh cool, die ganze Doku. Solitaire. Scramble. Ja, werde ich mir nachher also mal in Ruhe angucken. Playlist dieser Reise, was haben wir hier? Feedback, da ist auch noch nichts. Erkunden, die Delta-Erfahrung, scheiße, weil man fürs Essen selber zahlen muss. You're gonna get the roast beef slider combo, right? What? You're gonna get the roast beef slider combo? Yeah. Ja, also mein Mann wird das nehmen. $10 und ich habe momentan keinen Hunger. Yeah. Die geile Burger too, bro. It's not gonna be as good as the burger I had, really. Yeah. Naja, also wir warten jetzt hier auf jeden Fall, dass wir jetzt mal so langsam auf die Startbahn können. Also wir haben jetzt, do you know what time it is, bro? Wir haben jetzt, glaube ich, 19 Uhr oder so. Und eigentlich hätten wir ja um 5.40 Uhr rausfliegen. Ja. 19. Ja, 18.56 Uhr. Und eigentlich hätten wir ja um 5.40 Uhr rausfliegen sollen. Und jetzt sind wir immer noch da. Und das macht es ja einer Flugangstperson nicht leichter, wenn man länger im Flieger sitzt. Ne? Vor allem meine Kleinen sind ja auch irgendwo. Ich hoffe, jetzt geht es so langsam mal los. I'm ready to go. Und Schatzi auch. Wobei Schatzi, der ist hier schon occupied.